So, Kaki, heute bist du mal wieder dran. Heute wirst du geritten. Richtig geritten. Ja, hier meine Werkstatt habe ich jetzt mal ein bisschen umgebaut. In der Zeit, wo ich nicht fahren konnte oder am Star nichts machen konnte. Ja, so, noch Helmchen und dann sehen wir uns jetzt gleich auf der Straße. Das hat jetzt nicht, jetzt ist viel Sprit drin. Ja, schon fahre ich mit Kaki. Letztes Jahr hat er mich nicht im Stich gelassen, heute ist er mal ausgegangen. Aber ich habe schon so eine kleine Vermutung. Das werde ich dann aber gleich, wenn ich weiter vorausfliege, aber ich werde nicht so weit von zu Hause abhauen. Alter, die Sonne ballert so übel in die Fresse. Ist das geil? Alter, ich muss schon die Sonnenwende runter machen. Also Kaki hat mich gerade im Stich gelassen. Ich habe nichts weiter gemacht. Ich habe nur immer den Benzindeckel aufgemacht und wieder geschlossen. Ich glaube, er hat ein bisschen Unterdruck gezogen. Also dass das Luftloch nicht ganz okay ist. So, auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Die Begrüßung passiert jetzt erst. Es tut mir leid. Ja, ich bin endlich mal wieder mit Kaki unterwegs. Es gab ja lange keine Videos mehr, wie ich fahre oder so. Nur als Schraubervideos ist klar, Wetter spielt nicht mit und ich bin nicht aufs Fahren vom Moped angewiesen. Also brauche ich das Moped nur bewegen. Wenn das Wetter so geil wie heute ist und auch morgen wird es geil, wer weiß, ob ich mehr morgen nochmal fahre. Ich werde verfolgt vom Fahrradfahrer. Zu Hilfe. Jo, jetzt nehme ich Anlauf und spring hier rüber. Nein, mach ich nicht. Naja, wo war ich? Ja, auf jeden Fall freut mich übel wieder fahren zu können. Ich habe auch noch das alte Nummernschild dran. Ist so klar, ich darf ja auch noch nicht mit dem neuen fahren. Ja, ich habe auch einen. Ihr könnt ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch schon ein neues Nummernschild besorgt habt. Also ich noch nicht. Ihr habt ja gerade die Werkstatt oder ihr habt am Anfang vom Video meine Werkstatt gesehen. Ich habe die heute fertig gemacht. Ist richtig schick geworden, finde ich, auch jetzt schön aufgeräumt. Also in dem Video von Dennis, da gab er zu sehen, wie er Werkzeug gesucht hat in meiner Werkstatt. Das war beim Sim Angels Treffen, beim ersten Sim Angels Treffen. Da hat er gesucht und gesucht, aber nichts gefunden. Ja, jetzt habe ich aufgeräumt, jetzt findet man auch mal was. Ja, was gibt es noch? Na, mal sehen. Gestern wurde ja Artikel 13 verabschiedet vom EU-Parlament. Und auch bestätigt. Das heißt, wenn man jetzt wirklich den Teufel an der Wand malt, dass bei die kleinen Kanäle von YouTube verschwinden, dass YouTube dann sagt, nee, wir gehen das Risiko nicht ein und lassen die kleinen Kanäle nichts mehr hochladen. Ich bin selbst gespannt, ich bin da aber guter Hoffnung, dass es da keine Probleme gibt. Vielleicht wird irgendwas anderes nicht funktionieren, aber ich glaube nicht, dass ja, YouTube sich vollständig auflöst. Benzin anvergessen. Das gibt doch nicht. Wir warten auf den Zug. Verdammt. Gewonnen. Also auf jeden Fall kann ich jetzt wieder ein bisschen mehr erzählen. Jetzt habe ich meine Ruhe, jetzt kommen keine Hunde. Ja, ich finde es endlich klasse, dass. Ja, für Dennis finde ich es eigentlich richtig klasse, dass er nicht die S51 weg ist von dem Gewinnspiel. Weil das Ding hat ihn wirklich Nerven gekostet. Er wird es auch nie wieder machen, sowas. Weil schon, ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel er noch drauf gezahlt hat, um euch dieses Gewinnspiel zu ermöglichen. Gott sei Dank, das Moped ist weg. Morme oder so, Morme.
Ich glaube Mormel. Oder Mormel? Ach, ich weiß jetzt nicht so genau. Hat sie gewonnen. Er kommt bis aus der Nähe von Dänemark Richtung Norddeutschland. Ja, und ja. Wir haben uns schon ausgemacht, uns in Hamburg zu treffen. Dennis kann ja noch nicht. Er hat ja noch einen Kanister hinten im Auto, in seinem Bumsbus. Dieser Kanister, der nimmt alles an Platz weg, was so da an Platz existiert. Vielleicht werden wir den noch in der Nacht- und Nebelaktion oder er und Tobi, ich weiß ja nicht, den mal hinten übers Grundstück schmeißen, durch die fremden Gärten durch. Naja, ist aber ein anderes Thema. Ist auf jeden Fall übel lustig, dass er sich da den Kopf gemacht hat. Der Idiot, ja, kauft sich so ein riesen Ding und macht sich nicht mal einen Kopf, ob er den überhaupt durch die Tür kriegt. Oh Mann, Dennis, ey, das ist Dennis, das ist richtig spontan. Ich brauch das Ding für Regenwasser sammeln und ach scheiß drauf, wird schon gehen. Mein Gott. Ach man, Dennis, ey. Also seine Schulter habt ihr auch schon mitbekommen, wenn er seine Videos und Streams und so weiter schaut. Geht's auch langsam besser. Also die OP, das war glaube ich, der richtige, hundertprozentig der richtige Schritt zu einer endlich genesenen Schulter. So, einmal hochklettern bitte. Ach Jungs, jetzt seht ihr erstmal, wie dreckig Kacki überhaupt ist. Ja, Seitenständer wirklich. Das ist hier leicht weicher Rasen und der Seitenständer hat damit kein Problem. Seht doch mal wieder, wie dreckig Kacki ist vom ganzen Rumstehen. Ja. Warum ich ja auch immer jetzt ein Dollarzeichen aufgemacht habe. Jo, dann mach ich mal für Instagram ein paar Fotos. Der Kofferraum ist natürlich 1A. Ich habe überlegt, da vielleicht noch Aufkleber aufzumachen. Wie findet ihr die Idee eigentlich? Könnt ihr mal gucken, Kofferraum. Da habe ich jetzt meine Tasche drin. Mit Portemonnaie und sowas alles. So. Könnte ich noch 0,5 Liter Trinkflasche drin machen. Halt nämlich verrafft. Ich habe total einen trockenen Mund. Eigentlich wollte ich den Winter nicht an Kacki ran, aber. Der Motor macht gerade nicht gerade schöne Dinge. Was heißt denn wohl Motor mal ausbauen? Ja, da mache ich gleich mal einen Aufruf an die, die meine Videos schauen und Ahnung von den Motoren und so weiter haben. Kommt vorbei. Ihr wisst, also jetzt, wenn ihr nicht zu weit weg wohnt, manche wissen schon, wo ich wohne. Ja, ihr seid eingeladen, um Kacki seinem Motor Simmerringe zu wechseln. Von der Kickstarter-Welle. Ja, und dann werde ich auch gleich mal anfangen, ein bisschen sauber zu machen. Ja, gut. Das Video war jetzt lang genug. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke fürs Zuschauen. Falls irgendwas passiert, werdet ihr das eh gleich sehen. Weil die Kamera läuft bis zu Hause. Falls nicht, seid schon mal tschüss. Ja. Also morgen werde ich nochmal fahren. Und dann mache ich wahrscheinlich nochmal ein Video. Also, macht's gut. Ahoi Brause, euer Skuppel. Tschüss, Kostel.